Ein wunderschönes Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Flashback. Ja, heute mal nicht der Adventskalender, aber den haben wir auch noch. Ich war ja, wie einige von euch schon inzwischen, glaube ich, mitbekommen haben, vor Weihnachten krank. Die Woche. Und mal F3 und T drücke, wieder keine Sounds. Deswegen bin ich ein bisschen in Schulitäten bekommen. Und habe relativ wenig getan, sonst hätte ich längst schon die Adventsquests gemacht. Ich habe ja auch seit 2 Wochen keinen Minecraft hochgeladen. Es tut mir echt leid, aber ich bin froh. Heute ist eigentlich der allererste richtige Tag, wo ich weder Schnupfen noch Halsschmerzen habe. Es ist zwar noch ein bisschen in der Nase, ich meine, es hat heute geschneit und so weiter. Da ist es selbstverständlich noch, dass man noch nicht ganz so ist, aber ich wollte euch trotzdem hier mal ein bisschen rumführen. Schließlich gibt es ja schon seit einem halben Monat meinen Shop, wie viele schon aus den Streams kennen. Ja, ist wieder reichlich leer gekauft. Hier sind noch ein paar drin. Überall da, wo wieder kein Schild ist, ist nix. Muss man wieder ein bisschen verzaubern. Auf jeden Fall. Mega Props an euch, dass ihr überhaupt so viel hier einkauft. Hier ist noch ein Endstab. Davon habe ich aber auch, glaube ich, zu viele. So. Aber ich weiß gar nicht, was ich heute machen soll auf Minecraft, ehrlich gesagt. Ist wieder so tote Hose. Ist neuer. Alle sind noch verschlafen. Keine Ahnung. Alles so. Aber ich wollte euch na klar heute das Video noch bringen. Ich sollte mal aufhören, so ein bisschen hier mal auf den Bildschirm zu gucken. Ja, mein Setup-Video und so weiter. Ich wollte ja ganz viel in 2017 machen. Ich habe nicht mal das 2017er Video gemacht, was ich machen wollte bis heute jetzt. Weil ich einfach krank war. Und dann war ich ja in Bremen, dann war ich ja weg. Und dann war ich ja hier und da. Dann habe ich ja den Kurzfilm gemacht. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut den auf jeden Fall euch an. Den Obvio. Oh Gott, ich sag's gar nicht erst. Auf jeden Fall sollte ich meinen Kurzfilm haben. Da bin ich aber allerdings nicht zu sehen. Sondern der liebe Max. Ich bin leider nur der Kameralter. Weil er wollte mir das so ein bisschen zeigen, wie es zu laufen hat. So, wir haben hier ein Effizienz 4 Bo. Komm, machen wir hier nochmal ein bisschen was. So. Schilder brauchen wir auch noch. Ich habe mal meine Kamera wieder ein bisschen anders hingestellt. Ich hoffe, das geht so klar. So, da hat mal kurz jemand gestört. Also wie gesagt, Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen habe ich eigentlich mal eine Bitte an euch. Ich habe ja noch so eine alte Liste, aber vielleicht habt ihr ja aktuelle Ideen, was ich auf Minecraft machen könnte. Weil ich will ja nicht immer nur sinnlos durch die Gegend laufen und ich zeig mal hier ein Event, mal da ein Event. Sondern ich möchte ja was mit euch machen und es soll ja auch gut laufen, ne? Deswegen würde ich mich na klar freuen, wenn ihr ein paar Vorschläge in die Kommentare macht. Den Minecraft Adventskalender wird es morgen geben mit den restlichen Folgen. Das werde ich jetzt in Etappen hochladen, weil es soll ja geangelt werden und so weiter und in der letzten Quest und da und die und da und du. Deswegen werde ich das jetzt in den nächsten 2, 3, 4 Tagen hochladen, alles, damit ihr das auch bekommt. Aber ich will ja, dass es mit dem richtigen Let's Player noch weitergeht, deswegen würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr ein paar neue Vorschläge habt. Ich habe ja, wie gesagt, noch die alten Vorschläge und da werde ich mich jetzt auch ransetzen, weil 2017 soll gut werden, das wird auch gut, nur jetzt muss es nochmal ein bisschen strukturiert werden. Und da bin ich definitiv optimistisch. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Ich würde mich da klar trotzdem von euch eine positive Wertung freuen. Es war jetzt zwar keine richtige Folge. Checkt auf jeden Fall den Shop ab hier auf Minecraft. Ihr habt ja wirklich gesagt, nochmal ein Dankeschön, dass ihr so viel einkauft bei mir. Ja, checkt mein Instagram und Twitter. Da bin ich auch vertreten eigentlich. Ich sag's zwar nur nie, ist in der Beschreibung, aber könnt ihr auch mal beachten. Ich würde mich da klar von euch über ein Abo freuen. Und dann war's das für heute. Wir sehen uns morgen wieder in einer Folge. Macht's gut, euer Kibu. Ciao.